Hallo zu Einfach Thermomix. Heute machen wir mit euch das Leibgericht der Deutschen für Heiligabend. Die Rede ist von einem echten Kartoffelsalat mit Mayonnaise und mit Eiern. Los geht's. Als allererstes braucht ihr 500 Gramm Wasser und den Gareinsatz. Und in den kommen jetzt 5 Eier. Dann kommt der Deckel wieder oben drauf und wir kochen die Eier 15 Minuten auf Varomastufe 1. Unsere Eier sind fertig, jetzt holen wir die mit Hilfe des Spatels raus, also den Gareinsatz, schrecken sie ab und pellen sie. Jetzt braucht ihr 1200 Gramm Pellkartoffeln, die kocht ihr, dann schneidet ihr sie in Scheiben und gebt sie in eine Schüssel. Als nächstes kommen 200 Gramm Gewürzgurken in den Mixtopf, in Stücken, den Essigsud fangt ihr dabei aber auf. Ebenfalls in den Mixtopf kommen jetzt 4 gekochte Eier. Und jetzt werden die Eier und die Gewürzgurken 4 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. Unsere Gewürzgurken-Eiermischung geben wir jetzt zu den Kartoffeln dazu. Und dann machen wir mit den Zwiebeln weiter, die kommen auch in den Mixtopf halbiert. Und die Zwiebeln zerkleinern wir jetzt 3 Sekunden auf Stufe 5. Jetzt schieben wir unsere zerkleinerten Zwiebeln mit dem Spatel einmal nach unten und geben dann noch 20 Gramm Kräuteressig hinzu. Außerdem 30 Gramm Essigsud von den eingelegten Gurken. Ein halber Teelöffel Zucker, ein Teelöffel Pfeffer, 100 Gramm Wasser und 2 Teelöffel Salz. Den Deckel wieder drauf geben und dann alles 4 Minuten 30 bei 100 Grad und Stufe 1 kochen. Und die heiße Marinade gießen wir jetzt über die Pellkartoffelscheiben. Jetzt vermischen wir alles, lassen es ziehen und machen in der Zeit dann schon mal die Mayonnaise. Wir machen ja heute Mayonnaise selber mit dem Thermomix. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Ei, was ihr benutzt, das rohe, einmal ordentlich zu waschen, damit alles hygienisch bleibt. Auf dem Mixtopf haben wir jetzt gerade 250 Gramm Öl abgewogen und in den Mixtopf kommt jetzt ein Ei. Dazu kommt unser bereits gekochtes Ei, ein Teelöffel Senf, 20 Gramm Essigsud von den eingelegten Gurken, ein Viertel Teelöffel Pfeffer, ein gestrichener Teelöffel Salz und dann kommt der Deckel wieder drauf und wir vermischen einmal alles auf Stufe 10 für 10 Sekunden. Jetzt verrühren wir 2 Minuten lang alles auf Stufe 3,5 und gießen vorsichtig das Öl am Messbecher vorbei in den Mixtopf. Und unsere Mayonnaise geben wir jetzt zu unserem Kartoffelsalat, rühren alles vorsichtig um und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch Petersilie und Dill dazugeben. Heiligabend oder die nächste Grillparty kann kommen. Ihr habt es gesehen, Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Eiern ist im Thermomix echt schnell gemacht. Schnell gemacht sind auch die beiden Rezepte hier. Guckt doch da auch mal rein, wenn ihr wollt. Oder seid einfach nächste Woche wieder mit dabei. Dann gibt es wieder ein ganz neues Rezept. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr hier draufklickt. Abonnieren. Tschüss!